Für den Oberharzer Bergbau wurde viel Energie benötigt. Im Harz wurde sehr tiefer Bergbau betrieben. Im tiefen Bergbau im Harz wurde Wasser und Erz gefördert. Da es im Harz viel Niederschlag gibt, haben die Bergleute aus dem Wasser Energie für den Bergbau gewonnen. Vom 16. bis zum 19. Jahrhundert wurde im Harz der Bergbau betrieben. Dafür wurde das Wasserregal benutzt. Das Wort Regal steht für Recht, also das Wasserrecht. Die Teiche wurden mit über 500 Kilometer langen Gräben verbunden. Früher gab es 143 Staudämme. Heute gibt es nur noch 65 Staudämme. Diese 65 Teiche speichern Wasser. In den großen Staubecken wird das Wasser gespeichert. Die Teiche sind künstlich angelegt worden. Es wurden immer mehrere Teiche hintereinander gebaut, damit man mehr Stauraum hat. Der Damm durfte nicht höher als 15 Meter sein. Früher waren die Gräben sehr wichtig. Warum? Denn man konnte das Wasser nicht nutzen, wenn man es nicht hochhält. Deshalb brauchen wir Gräben mit wenig Gefälle. Die Gräben verbanden früher zum Beispiel Teiche, die Wasserräder und die verschiedenen Bergwerke miteinander.